Wir haben den Wasserstand angehoben. Mal schauen, inwiefern es das zu nutzen sein wird. Jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, uns mal um die eine Hälfte unserer Konkurrenz zu kümmern. Am besten komplett. Damit der gar kein Problem mehr im Finale ist. So, komm her. Zack. Okay. Ja, das Gute ist halt dadurch, dass ich am Anfang schon gefarmt habe. Alles, was wir hier sammeln, das hilft uns nur zusätzlich. Aber ich glaube jetzt schon, also das, was wir hier gesammelt haben, das wird wahrscheinlich nicht reichen, um die Items zu kaufen, die sich am Anfang der nächsten Map wieder freischalten. Beziehungsweise die Fähigkeiten. Wie war das eigentlich nochmal? Das ist der Gesundheitsextraktor. Oder was? Also der sammelt, glaube ich, irgendwie die Gesundheit von den Wachen ein oder so. Irgendwie war das, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mich auf die andere Seite. Ja, also Star Wars The Clone Wars. Also, ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich habe erstmal nur bis Episode 5 geguckt. Oh, shit! Okay. Okay. Ich finde es sehr, sehr cool, wie die Episoden nicht einfach, also, tatsächlich, setzt Grievous das eher in einen negativen Punkt. Dass die Serie an sich keine zusammenhängende Geschichte erzählt. Allerdings finde ich es ganz cool, also so ab, ich glaube, er hat gesagt, ab Hälfte Staffel 2 oder so, erzählt die Serie auf jeden Fall auch eine zusammenhängende Geschichte. Aber so finde ich es aktuell einfach ganz cool, mal so diesen Klonkrieg, wo man ja wirklich nicht viel mitbekommen hat, außer aus den Filmen, mal aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Folge 5, da kam zum Beispiel überhaupt keiner von den bekannten großen Charakteren vor, sondern da ging es einfach nur um ein paar Klontrooper, die eine kleine Station verteidigt haben gegen Droiden. Also so kleine Geschichten, das finde ich einfach toll, dass das die Serie erzählt, dass man auch mal ein bisschen abseits von den großen Geschehnissen mit den Jedis und den Sith, dass man auch mal so ein paar kleinere Geschichten mitbekommt, die währenddessen passiert sind. Kümmern wir uns um Markshot. Er darf den Baron im Finale keinesfalls vor dir erledigen. Außerdem müssen wir ihm doch heimzahlen, was er mit unserem Hangar gemacht hat. Wie wahr? Seit Markshots Anschlag hat der Baron ein Auge auf ihn. Wir können ihn nicht offen bekämpfen, sonst werden wir disqualifiziert. Zum Glück ist Inspektor Fox da draußen und sucht nach uns. Verstanden. Wir hetzen sie aufeinander. Markshot ist schließlich ein international gesuchter Verbrecher. Da kann Carmelita nicht widerstehen. Ich mache mir nur Sorgen um Inspektor Fox Sicherheit. Oh, mach dir keine Sorgen. Ein Kerl wie Markshot ist ein leichtes für sie. Gut, ich fange einen Streit mit Markshot an und locke ihn zur Schlacht auf den Marktplatz. Tu das. Ich ziehe Carmelitas Aufmerksamkeit auf mich und locke sie auch dorthin. Alles klar. Das muss man dir lassen, Bentley. Das ist ein echt hinterhältiger Plan. Dankeschön. Er gefällt mir auch ganz gut. Ich finde ihn auch, Sophie. Okay. Dann unterhalten wir uns doch mal mit dem netten Herrn. Monsieur Max Schott. Guten Tag. Ah, da ist er. Hallo, hallo. Hau ab, Blödmann! Der Baron ist echt sauer auf mich wegen des Vorfalls in deinem Hangar. Willst du vielleicht deinen Frust loswerden? Hä? Wie wär's dann mit einem Zweikampf gegen mich? Draußen auf dem Marktplatz. Vergiss es, ich stehe unter Aufsicht. Und es wäre falsch, einen vieräugigen Zwerg im Rollstuhl zu vermöbeln. Ich muss ihn in einen Kampf verwickeln. Ich meine, er und Carmelita, die kennen sich ja auch schon aus Teil 1, so ist es ja nicht. Oh, da kriege ich wieder diese Flashbacks auf Teil 1, ne? Ich würde Teil 1 nochmal spielen, nur um Mesa City zu spielen. Das hatte wirklich fast durchweg gute Level, Mesa City. Außer die eine,
Außer die eine Passage, wo man Bentley mit dem... Nee, Mary war es. Mary mit dem Geschützturm beschützen muss. Das war nicht so meins. Sein Atem. Mir ist schon schwindelig von deinem Atem. Gurgelst du vielleicht jeden Abend mit Abwasser? Ja, genau. Ein würziger Atem verhilft mir zu mehr persönlichem Freiraum. Sein Abschneiden. Du würdest den Kampf eh nicht gewinnen. Dein Leben steckt voller Niederlagen gegen die Cooper-Bande. Ich könnte deine Bande einarmig umhauen, wenn ihr stillhieltet. Sieh, ich bin unaufhaltbar. Oh, die Mutter. Soll ich wirklich auf die Mutter gehen? Soll ich wirklich so einer sein? Also, wisst ihr, es gibt viele Grenzen. Und die Mutter ist eine davon. Und diese, die werde ich jetzt überschreiten. Deine Mutter war eine verkommene, abgetakelte Schabracke. Mit mehr Freiheit als eine Bordsteinschwalbe. So redet niemand über meine Mami. Niemand, okay? Du Würstchen, jetzt raff ich dich ungespitzt in den Boden. Marktplatz, in 5 Minuten. Komm nicht zu spät. So gut. Ich finde es auch gut, wie das Spiel das einfach so, wie sich das Spiel so drüber lustig macht. Also man kann viel einstecken, aber wenn es um die Mutter geht, ist alles vorbei. Ist auf dem Weg nach draußen. Finde Inspektor Fox und bring sie zum Marktplatz. Okay. Carmelita! Meine Sonnenblume. Oh Gott. Wo bist du? Oh fuck. Das sind wieder die beiden. Die patrouillieren irgendwie auch immer zusammen. Warum auch immer. Junge Frau. Entschuldigung. Oh, sie haben ja was dabei. Ist noch was? Yep. Ich glaube, das war's jetzt dabei. Hey, Inspektor Fox. Noch auf der Suche nach einem Date zum Schulball? Bleib stehen, dann stecke ich dir die Blume an. Oh, ich steck dir auch mal gerne was. Ah, oh, Scheiße. Scheiße. Oh, Carmelita. Jeez. Seit wann ist die denn so treffsicher? Oh, oh. Oh, fuck. Die war in Teil 1 noch nicht so treffsicher. Oh, je, yeah, je. Yeah. Oh Gott, ich bräuchte mal Leben. Das wäre mal ganz cool. Okay. Komm schon, nicht mehr lang. Hier muss ich hin. Ja. Verdammt, Sly. Abhauen? Stell dich mir wie ein echter Mann. Du legst dich mit mir an? Ich schlag dich tot. Hey, du bist doch die Polypenschnepfe, die mich in Mesa City geschnappt hat. Mugshot, alias zwei Knarren-Toni, auch bekannt als Fleischkopf-Mugshot. 2,20 Meter groß, 150 Kilo schwer, gesucht in 7 Ländern mit 13 ausstehenden Haftbefehlen. Und ja, ich bin die Polypenschnepfe, die dich in Mesa eingelocht hat. Tja, Schlaumeier. Meierin, möchtest du es nochmal versuchen? Dich hinter Gitter zu bringen ist mein Job. Und außerdem sehe ich gern harte Jungs wie dich weinen wie die Babys, die ihr seid. Ich bin kein Baby! Ach, wisst ihr, ich liebe Carmelita. Also, das Ding ist, Carmelita war halt... Ist halt das beste Beispiel dafür, dass Frauen halt auch richtige Powerfrauen sein können. Dass sie sich von Männern auf jeden Fall mal gar nichts zu sagen lassen müssen. Das
Sie ist quasi der Ursprung des Feminismus in Videospielen, kann man so sagen. Wenn man bedenkt, wie alt Sly er ist. Also okay, so alt jetzt auch nicht, aber... Müsst ihr einfach mal bedenken. Ich meine... Sly ist jetzt auch nicht mehr das neueste Spiel und dafür... hat Carmelita relativ früh eine sehr, soll man das sagen, selbstsichere Frau in einem Videospiel verkörpert. Ah. Und das liebe ich so an ihr. Sie ist halt wirklich nicht so dieses 0815-Püppchen wie Prinzessin Peach oder was weiß ich, die sich irgendwie retten lassen muss vom Hauptprotagonisten, sondern nein, sie ballert selbst. Bist du's? Tut mir leid. Wusste nicht, dass das deine sind. Diesen Schwachkopf zu verhaften, wird bestimmt die ganze Nacht dauern. Was soll's. Cooper schlägt sicher noch nicht zu. Ich liebe die Carmelita-Mission in diesem Spiel. Mit Carmelita zu schießen macht einfach immer Spaß. Zeit für die Operation Dominanter Turboadler. In ein paar Stunden kämpfen die Teams aus Island und Belgien um den Einzug ins Finale. Die perfekte Deckung für Schritt 1 meines Plans. Sly, begib dich mit Hilfe des Katapults und deines Paragliders auf die Luftschiffe. Bring dort ein paar Funkteilsender an und komm dann zum Hangar zurück, um dich für das Finale bereit zu machen. Murray, dann kommst du. Reiß mit deinem Ruderboot die Flugzeugfunkantenne ab. Ohne die muss der Baron eine unverschlüsselte Funkfrequenz benutzen, um die Schlachtschiffe zu Hilfe zu rufen. Wenn das geschieht, bringe ich unsere Geheimwaffe zum Einsatz. Und durch die Funkteilsender schieße ich garantiert nicht daneben. Doch am Ende kommt es auf Sly an. Wettkampf nach dem Ausscheidungsprinzip. Das Team, das die Vorjahres-Champion schlägt, gewinnt. Das heißt, falls der schwarze Baron nicht schon vorher die ganze Konkurrenz ausscheidet. Oho, jetzt wird's spannend. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Also die Flugmissionen, muss man wirklich sagen, die sind echt cool. Also die mag ich auch. Okay, als erstes müssen wir mit Sly ran, ne? Muss erstmal wahrscheinlich sein Zeug machen, damit er sich danach im Hangar vorbereiten kann. Ja. Okay. Aber ich bin auch froh, dass wir die Zeppeline ausschalten können mit Bentley. Bringt uns natürlich jetzt nicht mehr allzu viel, da wir ja quasi schon am Ende dieses Levels sind. Aber hey, egal. Es ist trotzdem Genugtuung nach den vielen Malen, die mich diese Dinger getroffen haben. Oh oh. Ach, der hat auch nichts Besonderes dabei. Nee, komm, scheiß ich drauf. Wenn die nichts Besonderes dabei haben wie der Typ, dann scheiß ich da drauf. Oh, da ist Wolfi-Mann. Unser Lieblingswolf. Für jedermann. Komm, komm, komm. Ich liebe es auch, mit Sly zu klauen. Das geht einfach so wunderbar schnell. Wenn ihr bedenkt, wie viel oder wie lange ich dafür mit Bentley gebraucht habe. So. Ah, da kommen wir nicht so nicht hoch. Wir müssen hinter Wolfi entlanglaufen. Oder eher uns entlang schleichen. Okay. Alles klar. Oh. Hasenmann. Du bist es nicht wert, ausgeraubt zu werden. Tut mir leid. Du hast nichts Glänzendes dabei. Oje, oh, du hast auch nichts Glänzendes dabei. Du bist es leider auch nicht wert. So. Auf hoch mit dem Katapult. Ich meine, wir sind ja auch schon mal hochgeklettert, so ist ja nicht. Übrigens, jetzt schön, das Ganze auch nochmal bei Tag zu sehen. Also, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir hatten tatsächlich während der Kapitel einen Tag-Nacht-Wechsel. Ne? Nachdem das erste Kapitel ja noch im Dunklen stattgefunden hat, sind wir jetzt quasi, ich weiß gar nicht, ob das letzte Kapitel jetzt bei Tag war. Das hier ist jetzt quasi, also beziehungsweise bei Sonnenaufgang, das ist jetzt bei Sonnenuntergang. Ist ja beides im Prinzip das gleiche. Aber ja, jetzt sieht man da hinten schön die Sonne untergehen, es ist alles hell.
Das ist auch cool, dass es während dem kompletten Kapitel einfach so einen Tag-Nacht-Wechsel gab. On the Fleek Tag-Nacht-Wechsel wäre natürlich noch geiler. Aber das könnte eventuell eine Sache sein, die in Sly 4 dann der Fall war. Das weiß ich aber gar nicht. Ich habe ja Sly 4 nie gespielt. Ich freue mich da schon echt drauf, weil das ja dann für mich komplett blind wird, bis auf das erste Kapitel oder so. Super! Das andere Halbfinale beginnt. So wie diese Typen wüten, wird niemand merken, wenn du auf die Luftschiffe schleichst und einen Peilsender anbringst. Klingt echt simpel. Wo hast du diese Peilsender her? Die sehen seltsam aus. Was Besseres konnte ich so schnell nicht kriegen. Sie reagieren auf extreme Höhenunterschiede. Du musst das hoch oben erledigen, sonst klappt's nicht. Sollte kein Problem sein. Okay. Ich sehe schon. Ich sehe, was sie von mir wollen. Ich denke übrigens, das ist auch ein nettes kleines Detail. Island und Belgien sind ja eigentlich beide schon ausgeschieden. Aber da Mugshot jetzt disqualifiziert wurde oder aus Gründen nicht mehr am Turnier teilnehmen kann, ist es wahrscheinlich einfach so. Oh, bitte lass mich da auch drauf landen können. Okay. Ist es wahrscheinlich einfach so, dass einer von denen jetzt noch eine Chance hat, ins Finale zu kommen und die deswegen gerade darum kämpfen. Was ich auch ziemlich cool finde. Ich liebe einfach. Das ist halt mega cool, dass du hier so weit gucken kannst und so. Ich find's nice. Okay. Sehr gut. Okay. Der erste Peilsender ist platziert. Wenn ich mich nicht irre, müsste am Flugzeugbug ein Druckventil sein. Damit bekommst du vielleicht genug Schub zum Abheben. Ein Flugzeug. Ah, Moment, ist das Ding jetzt gemeint? Ah, okay. Naja, die sind aber alle nicht wirklich in der Nähe. Moment. Okay. Moment, wo ist hier was in der Nähe? Der da kommt auf mich zu. Was? Wow. Das war jetzt... Ich hatte den eigentlich draußen. So, okay. Das ist ungefähr so wie in... Zwei platziert. Wie in Sly 2, das, wo man in Kanada auf den Loks landen musste. Nur mit dem Unterschied, dass ich das Gefühl habe, dass man es hier deutlich besser kontrollieren kann und natürlich auch die Landefläche deutlich größer ist. Das war teilweise eine echt nervige Mission. Okay, da hinten der. Ist die Frage, ob ich da direkt so drauf komme. Ich muss es probieren. Und yes. Gute Arbeit, Pilot. Ich empfange die GPS-Daten der Luftschiffe. Komm zurück zum Hangar und zieh dich um. Oh, bitte sag doch GPS und nicht GPS. In Ordnung, Murray. Die Funkantenne des Schwarzen Barons wird von 3 Stützpfeilern gehalten. Reiß sie weg, dann stürzt das ganze Ding ein. Keine Angst. Im Rudern bin ich echt gut. Und im Zerstören von Dingen. Auch wieder so ein nettes Detail. Im Prinzip das, was wir... Wow. Das, was wir in den vorherigen Missionen gemacht haben, kommt jetzt hier alles so ein bisschen... wird jetzt hier alles nochmal aufgegriffen. So, die Frage ist jetzt aber... Rudere von der... Achso. Windmühle weg. Stützen wegzuziehen. Ja, aber muss ich denn nicht erstmal mein Boot daran befestigen oder... Da verstehe ich das irgendwie falsch. Alter, warum ist das so laut? Ich bin schon daran befestigt. Ach. Ich bin schon an der Mühle fest. Okay. Oh, shit. Das ist ja wirklich Massenmord, was hier passiert. Das ist eine gefährliche Sache hier. Da frage ich mich jetzt aber auch wieder, wie soll ich denn ahnen, wo denn jetzt gleich ein Flieger runterkommt? Ah, okay, ich muss den einfach nur ausweichen, während die Trümmer hier liegen. Na gut. Aber jetzt habe ich wenigstens begriffen, was das Spiel von mir will.
Und der letzte. So, jetzt wird es nochmal interessant wahrscheinlich. Wird hier jetzt alles voll mit Flugzeugwracks liegen. Ich bin bereit dafür. Nehme ich Schaden, wenn ich die Dinger... Oh, wenn ich die Dinger berühre, oder was? Wahrscheinlich. Aber wir sind doch schon da, also alles easy. Ihr Murray habt dich zerstört. Lass das allen erkennen, eine Lehre sein. Oh Gott. Nicht zu Spaß. Er schwingt sich schon mal ins Flieger-Outfit. Das ist es! Das Auge des Tigers, Kumpel! Such den schwarzen Baron, schalte ihn aus und der Wettkampf ist vorbei! Und Vorsicht mit dem Gas, das klemmt neuerdings gern. Mach dir nicht viel Sorgen, wir sehen uns bei der Siegerehrung. Komm schon, Bentley, du bist der Mechaniker, das ist dein Job.